willkommen zu einem neuen Video. Shisha Duo back am Start. Alex an meiner Seite. Es geht mal wieder um X-Rache heute hier. Wir machen da ein ganz schönes, schnelles, geiles Rundchen. Was haben wir da? Wir haben heute den X-Rache Grape Mint da. Was soll es sein? Grapefruit Minze. Grapefruit Minze. Genau. Kommt für 16,90 Euro die 200 Gramm. Wenn ich da... Also kommen wir erstmal zum Geruch. Wenn ich daran rieche, kommt mir eine sehr herbe Grapefruit rüber, finde ich. Ja. Sie hat auf jeden Fall wirklich einen relativ herben Ton. Aber ich finde ja gerade im Unterton, diese Minze erinnert sehr stark an so einen Spearmint Cone. Ja, also die Minze geht schön in die Nase rein. Also wenn da wirklich die Nase reinhält, hast du wirklich, spürst du die Minze. Ja, Schnitt ist X-Racher typisch oder Freestyle typisch oder wie man es haben. Ja, eher schon X-Racher. Ist ja nicht ganz so fein wie ein Freestyle. Aber ein bisschen matschiger. Ja, matschiger, aber sehr fein. Sehr fein, sehr, sehr wenig Äste, was mir wirklich an dem Tabak gefällt. Der hat eine Qualität, die echt seinesgleichen sucht. Gerade bei Virginia als Rundtabak ist das wirklich ein Top-Brett hier. Molasse ist wunderbar eingezogen. Kaum, also eigentlich gar nichts überschüssig. Nee, so gut wie gar nicht. Ja. Wir kommen zum Geschmack. Das Ganze ist gebaut im Tonkopf, dreiviertel gefüllt, drei Tomco-Kotscher C26 Golden drauf. Geraucht wird circa seit einer Viertelstunde. Vorher haben wir schon einen Kopf komplett durchgeballert. Ne? Also, um das zu mal testen. Genau. Ist jetzt mein zweiter Kopf davon, deiner wahrscheinlich schon der fünfte, sechste oder so. Ne? Ja. Ja, dann kommen wir mal zum Geschmack. Ja, geschmacklich kommt auch wieder schön diese herbe Grapefruit wieder. Also sie ist schön natürlich gehalten. Was bei Grapefruit derzeit so ist, dass es meistens in so Pink Lemonade Tingle-Tangle abdriftet, die Grapefruit. Aber hier ist sie sehr natürlich gehalten, dass sie wirklich sehr spritzig rüberkommt, schönen herben Ton hat. Ja. Und dann halt noch dieser Minzgeschmack, der unterstützt halt ein bisschen so die Kühle, finde ich. Ja, die Mentholnote hier drin, die geht wirklich schön oben am Gaumen entlang, die geht nicht bis in den Rachen hinein, ist perfekt abgestimmt. Ist für mich schon fast auf dem Niveau von Nameless White Edition, die für mich immer noch die Mentholnote auf den perfekten Punkt gebracht haben. Da das Mischungsverhältnis ist für mich das geilste, um den Tabak nach vorne zu bringen. Hier ist sie sehr, sehr nah dran, gefällt mir wunderbar. Ich muss ja auch zu Grapefruit sagen, dieses Natürliche ist geil. Also ihr habt wirklich diesen extrem natürlichen, diesen spezifischen Grapefruit-Ton, ne? Ja. Der Grapefruit so ausmacht. Ne? Ja, nicht so übersüßt durch irgendwelche Süßungsmittel oder übertüncht ist wie bei Pink Lemonade, wo es eine sehr süße Grapefruit-Limonade ist. Ich finde auch, Grapefruit an sich ist ein Tabak, mit dem man sehr, sehr viel machen kann. Der hat dieses komplett, ja, dieses eigene, ne? Und ich denke, in sehr, sehr vielen Hinsichten kann man daraus mit schönen Mischungen was ziemlich Geiles zaubern. Für mich ist das auch ein Tabak, den ich sehr gerne zum Mischen benutzen würde. Ja. Der Jakob hatte schon eine Dose davon, der auch öfters in den Videos hierbei ist. Und den haben wir sehr oft mit extrem vielen Sachen gemischt. Ja, ich zu Hause mische den auch öfters mit was anderem. Ja, der kommt so an sich echt geil rüber. Zum Mischen ist er perfekt. Die Grapefruit hier, weil sie so natürlich ist, spricht mich persönlich sehr, sehr stark an. Vielleicht hauen wir demnächst dazu nochmal ein Mische-Video raus. Kann gut sein. Das schreibt mal auf jeden Fall rein, wenn ihr dazu was sehen wollt, was man mit diesem Grapefruit sehr, sehr mischen kann. Dann hauen wir unser Traumpaar Hashtag 3 raus. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare. Rauchentwicklung ist bombastisch von X-Racher. Raucht wirklich wie Hulle das Ganze. Die Hitze verträgt X-Racher extrem gut. Also ist ein reiner Anfänger-Tabak. Man merkt die Tabakqualität beim Rauchen. Man hat wirklich ein super angenehmes Rauchverhalten. Ihr habt keinen Rücken, keinen Kratzen, nichts. Da gehen wie eigentlich in jedem Video nochmal die Props an Pfannenberg raus. Ja, diese Virginia-Klasse ist also, so. Er baut das Ganze selber an. Ja. Ne? Also der Chef von Freestyle, X-Racher Sonic, all das ist ja sein Imperium, Kismet, ne? Ja. Was ihm gehört. Und er baut das Ganze selber an und verarbeitet es weiter, schneidet es selber und. Das merkt man. Es ist Handarbeit, es ist geil. Also man weiß, dass er von Produktionsschritt 1
bis zum letzten Produktionsschritt dabei ist und sein Produkt in- und auswendig kennt. Und nicht, wo der Tabak zugekauft wird, dann mit Aromen, die zugekauft worden sind, gemischt worden sind und dann das Label einfach draufgepackt worden ist. Und das finde ich gerade so geil, dass das Ganze wirklich von Hand an abgenommen wird, von Hand auf selber aufgezogen wird, die Tabakpflanzen. Und man merkt, man braucht wirklich. Ja. Der Preis ist es komplett wert. Ja. Ich hatte noch keinen, der mir nicht geschmeckt hat. Alle durchweg geil. Und auch hier geht für mich Safety Coffee Finger raus. Ja. Gut, dann sind wir am Ende des Videos. Unten Facebook wie Instagram verlinkt. Schaut da mal vorbei. Einen Daumen nach oben lassen. Dann haut mal irgendwas in die Kommentare, ob ihr jetzt ein Mische-Video dazu sehen wollt oder nicht. Ich denke schon. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.